herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge der Pokémon Rubin vs. Saphir mit dem Present. Hallo, wer hätte es gedacht? Man kennt ihn. Hallo. Kennst du das, wenn du in diesem Haus stehst, wo du die Devon-Waren und so bekommst, dass du viel zu oft hoch und runter gehst, obwohl du eigentlich nicht hoch und runter gehen willst? Also wenn ich die Speed-Taste drücke, definitiv ja, aber ohne Speed-Taste aber auch nein. Als Kind so... Das ja, war als Kind als, auch super oft als passiert. Kind habe ich auch nur mit Shellterra versucht, das Spiel durchzuspielen im Pokémon Diamant. Das hat funktioniert tatsächlich, aber da habe ich lauter dumme Sachen gemacht. Ich habe mein Spiel resettet, weil ich ein Shiny Fifian gefunden habe, weil ich dachte, ich hätte das Spiel kaputt gemacht. Present, so, was erwartest du vom jungen Downy? Ja, okay, ich sollte nicht so viel erwarten. Ja, da war nicht die hellste... Hellste Kerze auf warst, der Torte. Du warst nicht die hellste Kerze auf der Torte. Nee, das war ich definitiv nicht. Ich überlege gerade mal, habe ich meinen Encounter gemacht gehabt? Frag mich aber gerade auch, wo ich meinen Encounter gemacht habe. Ich guck mal, Route 107. Ich glaube, ich habe meine Encounter alle gemacht. Okay, ich habe tatsächlich anscheinend keine Angel-Encounter gemacht, gut zu wissen. Ihr müsst wissen, es ist eine neue Woche angebrochen für uns. Ergo. Es sind Dinge passiert. Mittlerweile ist die erste Folge, also ist die erste Folge online, können wir ja auch direkt ja so sagen. Das ist absolut korrekt, ja. Und dementsprechend, ein Dragger hat auch schon Zerschneider. Ich bin gerade sehr gut vorbereitet. Man sollte vielleicht nicht so unvorbereitet reingehen, wie wir es gerade tun. Ja, aber also das ist okay. Ist ja nur eine Versus. Ich war ja schon stolz auf mich, dass ich nachgeguckt habe, welche Mons ich hatte und dass wir uns abgesprochen haben, welche Pokémon wir alle haben. Ich finde, da waren wir schon sehr professionell. Und ich meinte nicht Pokémon, sondern Namen. Weil wir haben das auch nicht abgesprochen gehabt. So, die letzten drei Parts waren übrigens kompletter Zufall. Dass wir niemanden doppelt hatten oder so. Das war ja, genau, auf jeden Fall. War einfach Intuition. Sorry. War einfach Intuition. Richtig. Wir sind es einfach. Die erste Folge kam online und ihr hattet richtig Bock. Und es freut uns natürlich, dass ihr so motiviert wart. Ich habe auch einen Kommentar gelesen, der meinte, dass, ja, ich hatte jetzt schon Angst, so nach der GPA kann ich einfach nichts mehr schauen und so weiter und so fort. Und dann kam ihr um die Ecke mit diesem Projekt und jetzt bin ich richtig gehypt. Und sowas zu lesen freut einen tatsächlich sehr. Absolut. Deswegen, richtig. Kuss geht raus. Auch für die ganzen lieben Kommentare und für die vielen Kommentare auch unter Folge 1. Und wir hoffen natürlich, dass das Projekt euch auch bis hierhin Spaß gemacht hat. Auch wenn ich vielleicht in der letzten Folge... Ja, wir hatten schon den Flow Present. Was will man eigentlich mehr in seinem Leben haben, frage ich mich. Was will man mehr in seinem Leben? Gibt da eigentlich ich einen nicht. Da ist mir ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Ein Fauxpas. Ich bin Present, ich bin so gebildet. Ein Fauxpas. Nein, das sage ich tatsächlich eher aus Meme, weil ich habe halt so einen Kommilitonen, der so ein bisschen lost ist und der war halt bei uns ganz kurz und der ist halt dafür bekannt, dass er so sehr... Der macht Dinge, die ein bisschen belasten... Also er ist generell ein bisschen belastender Typ, aber der musste halt kurz da sein, um uns so Dateien zu bringen. Und der hat dann halt... auch die Angewohnheit, dass er... Ich bin tollpatschig, ne? Ich hab vorgestern im Stream Glas Wasser umgekippt, so. Also ich bin dachte, sehr, sehr tollpatschig. Jetzt die Honig-Story, aber das habe ich auch nicht mitbekommen. Nicht schlecht, Present. Ja, live on Stream habe ich erstmal ein Glas Wasser umgekippt. Das also ist, solange es nur Wasser ist, ist es ja noch okay. Jetzt stell dir mal vor, du hättest da eine geile Apfelschorle oder so stehen. Das wäre pappig geworden. Ja, aber glücklicherweise trinke ich wirklich nur Wasser, deswegen passt es. Naja, dementsprechend... Bisschen lost ist er aber auch, aber halt auf eine andere Art und Weise und auch so, der passt nicht auf im Sinne von, dass er so, ihm fällt was auf den Boden und er ist nicht derjenige, der es dann direkt aufhebt und sagt, oh sorry, sondern der lässt es halt von anderen aufheben. Also so ein Mensch ist er. Der starrt erstmal das Ding einfach noch weiterhin an und denkt sich, glaubt ihr, das bewegt sich von selber wieder nach oben? So ungefähr. Und... Dementsprechend, weil er halt so ein bisschen rücksichtslos in manchen Situationen ist, war es dann auch sehr nachvollziehbar, was dann passiert ist, weil ich hatte ihm irgendwie einen Stift geliehen, weil er dann halt kurz halt bei uns war, halt kurz was aufschreiben wollte und dann kommt er halt so 5 Minuten später zu mir, sorry, mir ist da ein Fauxpas unterlaufen und er hat dann irgendwie diese Klemme dort abgebrochen von dem Kugelschreiber. Und dann dachte ich auch so, ach Mann, es war so klar, aber wieso? Und dann hat er das halt mit dieser Aussage, da ist mir ein Fauxpas unterlaufen, untermauert. Und da war ich dann einfach, okay, das muss gemimt werden. Das haben wir seitdem halt sehr gemimt. Ja, okay, dann akzeptiere ich's. Deswegen seitdem sage ich das sehr, sehr oft. Das akzeptiere ich.
Ich meine, das ist Dankeschön. Das Ding ist, ich meine, also das Schlimmste ist, ich habe auch angefangen, als Flobert da immer seine deutschen Begriffe wie aufsetzen oder so gesagt hat, dachte ich mir auch, oh mein Gott, das muss ich memen. Das geht ja eigentlich gar nicht anders. Und inzwischen sage ich du das so. Du musst halt solche Sachen auch memen. Ja. Aber Downy, bist du noch da? Okay, du warst gerade kurz weg. Ah, jetzt kurz bin ich wieder pausiert. Da, oder wie? Ja, ich hab grad pausiert. Machst du gerade irgendwas? Ich habe nichts gemacht eigentlich in dem Moment. Also es waren halt Animationen bei mir. Ich weiß nicht, warum ich weg war. Also bei mir ist alles noch dann da. Ich mach jetzt weiter. Du warst halt ab dem Meme-Punkt warst du weg. Deprimierend. Auf jeden Fall habe ich gesagt, dass ich das memen wollte. Von wegen, yo. Ja. Das finde ich witzig. Das muss ich machen. Aber inzwischen benutze ich das halt so casual-mäßig. Ja, damit setzen wir uns dann auf und so. Und ich bin immer erschrocken im Schnitt dann, wenn ich so denke, das habe ich einfach so in einem flüssigen Satz rausgehauen. In einem flüssigen Satz. Manchmal haut man einfach solche Dinge raus. By the way, mein Encounter ist hier in Owe. Und ich merke auch gerade, dass wir unsere Bildschirme nicht geteilt haben. Aber ich glaube, das ist okay. Ja, machen wir beim nächsten Mal. Ich habe einen Turtok nicht gefangen und jetzt sitze ich gerade an einem Nymnia-Turm. Also okay. Sehr viel mehr habe ich nicht gemacht. Du, das ist ein Turtok? Ich habe das aber nicht gefangen, den habe ich dann weggekrittet am Ende. Ich weiß, weil du lost bist, weil du einfach deine Pokémon teilweise killst, die du encountern kannst. Außer da ist so ein Celebi und das fängst du beim First Try gefühlt. Ja, ich mache das alles, ich baue mir ein Karma-Konto auf Present, indem ich sage, okay, ich würde mir gerne das Karma von diesem Pokémon nehmen, Glück beim Fangen schiebe ich das darüber. So funktioniert es nicht. So. Weißt du was, Ninja-Turm, ich gehe jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Also ich benenne das so, weil nach Christoph. Und zwar hat auch Christoph gefragt, wieso wir uns entschieden hatten, Saphir und Rubin zu spielen und nicht Smaragd. Und ich sag, es sind die Grafiken. Man kann viel schönere Grafiken mit Rubin und Saphir mit den Farben Blau und Rot machen, als einfach nur in Grün. Deswegen, Kinders, immer für die Grafiken gehen und nicht für die Spiele, sage ich da immer. Ja, also eigentlich hat Diktator Present einfach nur die mächtige Hand genommen und da durchgegriffen und gesagt, wenn wir nicht Rubin und Saphir spielen, dann mache ich gar nichts mit dir. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann ordne ich mich dir unter und dementsprechend war es dann auch so. Aber ich meine, auch eine gute Entscheidung. Ich glaube, Rubin und Saphir einfach insane Spiele. Nö, ich mag auch die Grafik im Allgemeinen, muss ich sagen. Also ich finde es immer wieder cool. Ich finde so dieses Pixelartige in dem Spiel finde ich immer mega geil. Ich liebe die Overworld in dem Spiel so. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal warum, ich könnte es dir nicht mal erklären, aber ich finde es immer mega geil. Wie kann man Gen 3 auch nicht mögen, ne? Ja. Ja, was war das? Was für diese lange Pause gerade? Ja, gibt schon ein paar Momente, wo ich mir denke, Gen 3, geh mir bitte nicht auf die Nerven. Nee, diese lange Pause hat mir jetzt gerade gar nicht gefallen. Ja, ich würde nicht mal die Wasserroute zählen, weil ich finde, inzwischen weiß ich, wie die Wasserroute aufgebaut ist, also bin ich super schnell immer mit der Wasserroute fertig. Aber ich hasse den Teil, wo du so unter Wasser unterwegs bist. Also ich hasse den Taucherteil wirklich enorm, weil ich hasse diese Route da unten. Aber der ist doch so schön. Ja, nee, so schön finde ich den jetzt auch nicht. Also bin ich ehrlich, ich finde den jetzt nicht so gut. Du hast ja keine Ahnung von der Ästhetik, Herr Downster. Also so schön finde ich den halt echt nicht. Und die meisten, okay, Leute. Ich muss mir die Kommentare nochmal angucken, aber ich habe echt nicht so oft Gen 3 gelesen, Present. Ich habe da sehr viel anderes Zeug gelesen, aber Gen 3. Ja, weil die Leute auch alle, guck mal, ihr müsst ja wissen. Warte, möchtest du die Leute jetzt als dumm betiteln, Present? Nein. Sicher? Ich sag, viele lieben Gen 4, aber viele sind sehr krass beeinflusst durch Platin. Seien wir mal ganz ehrlich, Diamant und Perl sind keine so guten Spiele. Platin hat vieles viel besser gemacht, aber Diamant und Perl sind eigentlich keine so guten Spiele. Aber man hat natürlich eine sehr positive Meinung, auch weil viele, glaube ich, etwas jünger waren, als sie Diamant und Perl gespielt haben. Meistens war das auch das erste Pokémon-Spiel. Und dementsprechend beeinflusst das die Meinung. Ich sage Gen 4, sehr gute Gen, weil dort ist Hardcore Soul Silver entstanden. Wahrscheinlich mit die besten Pokémon-Spiele, die es gibt. Aber Diamant und Perl sind, finde ich, schwächere Pokémon-Spiele. Ja, Platin, das ist richtig. Sehr stark. Aber Diamant-Perl sehr schwach. Und ich finde, der Abfall zwischen Rubin und Saphir und Smaragd ist nicht so krass wie zwischen Diamant und Perl und Platin. Ja, aber das ist mir halt eigentlich egal. Ich spiele halt dann einfach immer Platin, hä? Ja, aber ich meine, das gehört ja trotzdem zu der Generation. Wir reden ja über die ganze Generation. Ja, okay. Deswegen, Hardcore Soul Silver macht ja viel. Also, Hardcore Soul Silver macht schon vieles. Ja, dann kann ich auch so argumentieren: In Gen 4 habe ich Hardcore Soul Silver und Platin. Und was kriege ich in Gen 3 dazu? Feuer, Rot, Blatt, Grün.
Ich sag an für sich, sind voll Rot, Blatt, Grün gute Spiele, aber es ist halt wieder Gen 1. Ja, deswegen ja, das reicht mir halt schon aus. Ja, aber ich meine, so prinzipiell sind halt Feuerrot und Blattgrün gute Spiele. Ich meine, die haben auch viel Zusatzcontent mit reingebracht. Deswegen ja, aber ist die es halt Region schwierig, ist halt weil, deshalb immer noch ranzig, ne? Ja, aber es liegt ja nicht an der Vorlage, sondern es liegt ja trotzdem daran, wie das Spiel dann umgesetzt wurde. Wobei ich muss auch sagen, ich kann auch nachvollziehen, wenn man sagt, Gen 2 ist eine ranzige, also nicht Gen 2, sondern Johto dürfte es sein, ich verwechsel immer Johto und Kanto, dass das keine gute Region ist, kann ich auch irgendwo nachvollziehen, weil, also die Levelkurve ist immer noch eine Katastrophe. Also jedes Mal, wenn ich das Ding spiele, denke ich mir, wow, Levelkurve, cool. Wow. Wow, das ist so, wow, es macht so viel Spaß, jetzt gegen ein Level 20 Radrad zu kämpfen, weil ich 6 Orden habe. Hä? Wieso macht das keinen Spaß für dich? Nee, macht irgendwie... Ja, weiß ich nicht, Present. Weiß ich einfach nicht. Oder dass der 7. Arena-Leiter niedriger gelevelt ist als der 6. Ja, den Punkt sehe ich. Ich merke gerade, ich kann doch gleich zurückgehen und kurz angeln. Oh, du bist so schlau. In der City vom guten Fadi. So, noch einen Sander mal gefangen. Aber bisher habe ich noch nicht so dieses eine krasse Pokémon neben Raikou. Hi. Welches Raikou? Du hattest ein... Hä? Was für ein Raikou-Present? Ich weiß es nicht. Wovon reden wir? Erzähl mal, wie kommst du auf Raikou? Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Im ersten Part hatten wir ja beide einen Raikou. Was ist eigentlich mit deinem Raikou nochmal passiert? Es macht ein Mittagsschläfchen, musst du sagen. Es macht ein Mittagsschläfchen, okay. Hat einfach keinen Bock mehr auf dich, oder wie? Nee, der, weißt du, der war halt ein bisschen überstrapaziert, so, weißt du? Okay. Der musste sich Aussagen vom Downy Downser zweimal anhören. Das war einfach ein bisschen zu viel. Ich glaube eher, das lag daran, dass er ein Geringverdiener war und das lag daran, dass du ihm zu wenig gezahlt hast wahrscheinlich. Nee. Present ist ja sowieso, also der hat Kohle in der Tasche, das glaubt der gar nicht, der junge Mann. Alter, wenn das so wäre, das Downster. Ich weiß. Downster, ich habe letztens auf mein Konto geschaut und es war so schrecklich. Weißt du, ich habe letztens auf mein Konto geguckt und es war mega geil, weil mein Bausparvertrag ausgezahlt wurde und ich dachte mir so, oh, guck dir das Geld auf dem Konto an, das ist ja geil. Herr Downser ist jetzt ein reicher Mann. Ich denke mir da so, ja, cool. Ach Leute, die Uni war sehr teuer, Ja, nicht nur Uni, ich habe auch letztens in der Wohnung in, was denn? Das Owei hat einen Meisterball. Ja, nimmt mal mit, würde ich sagen. Ja. Finde ich jetzt ein bisschen unfair, aber akzeptiere ich auch. Irgendwie muss sich ja Present seinen Vorteil entschieden, damit er. Ne, er muss ja irgendwie auch eine Chance haben, deshalb denkt sich das Spiel, gönnen wir ihm mal. Ja. Aber auf jeden Fall, ich meine, du wohnst ja auch in München und ich habe mir letztens wieder Wohnungen in München angeguckt für mich alleine und. Es geht nicht. Es geht einfach nicht fit. Es geht irgendwo schon, aber wenn ich das mache, dann. Und müsste ich echt gut von meiner. Wenn ich eine Ausbildung irgendwann habe. Mit der Ausbildung verdienen und gleichzeitig, das ist das Schlimmste, gleichzeitig musst du ja Essen bezahlen, dies, das, Ananas, alles. Das bedeutet, ich würde mit meiner Ausbildung gerade so viel wahrscheinlich verdienen, um alles abbezahlen zu können. Das heißt, ich mache plus minus 0 Euro im Monat und dann denke ich mir so, ja, das ist jetzt irgendwie schwierig. Ja, das kennt man, das Leben in München ist schwierig. Und jetzt ziehe ich wieder zurück nach Hamburg. Und Hamburg ist jetzt nicht unbedingt viel, viel besser. Wobei Hamburg schon ein bisschen günstiger ist als München, aber... Du glaubst zumindest, du ziehst nach Hamburg zurück. Nee, ich werde nach Hamburg zurückziehen. Du denn glaubst zumindest. hier die krasse Überleitung. Denn ich wurde vorhin angerufen für ein Bewerbungsgespräch bei den Burda Studios. Ich soll so ein... Also so ein Jobangebot so für Autosportmagazin. Grid, das Autosportmagazin. Das kennt ich. Das hat mein Vater früher mal geguckt. Ja, aber das wäre halt in München und ich will nicht in München unbedingt bleiben. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das Angebot, was ich so, bei dem ich mir so denke, jawoll, da gehen wir rein. Oh, Junge, Kapitz, da gehen wir rein. Finden können. Oh Mann. Und ich habe ein Kapitz hier gefunden, da gehen wir ja richtig rein. Ja, das kannst du gerne machen, das ist mir egal. Aber ja, würde ich so unterschreiben. Ich denke auch, also ich habe ja auch ein bisschen nach Jobs gesucht, Ausbildungen, dies, das und ich also bei jedem, wo Kosmetik oder irgendwas mit Autos zu tun hat, dachte ich mir auch so, also, ne, bei den meisten Dingen, also kosmetische Sachen, die ich mir angeguckt habe, verdienst du ja lächerlich gut teilweise, zumindest in der Ausbildung schon, hatte ich das Gefühl. Und dann habe ich mir aber gedacht, will ich wirklich irgendwas mit Kosmetik machen? Nein, ich habe keine Ahnung davon, es ist einfach nichts für mich. Aber davon gibt es natürlich mega viel, aber so Autos und Kosmetik einfach gar nichts für mich, so da will ich auch meinen Job überhaupt nicht sehen. Ich glaube, also damit würde ich auch nicht glücklich werden.
Also wirklich, ich denke mir, wenn ich mir irgendwann ein Auto hole, ich habe ja einen Führerschein. Ich bin tatsächlich aus der Probezeit raus, ist mir letztens aufgefallen. Und das wie viel Problem bist du seitdem gefahren? Ich bin seitdem 5 Meter Auto gefahren. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So allgemein in München willst du halt auch einfach nicht Auto fahren zum Großteil. Nee, und ich meine auch in Hamburg genauso wenig. So ich bin halt kein Auto gefahren, weil ich habe halt kein Auto gehabt und ich habe es halt auch nicht gebraucht und so. Und ich fühle mich confident, jetzt in ein Auto zu steigen und trotzdem loszufahren. Also ich würde mich damit confident fühlen. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt das Beste. So, man sollte schon, bevor ich jetzt wieder in ein Auto steige, sollte ich trotzdem ein bisschen wieder reinkommen, sage ich mal. Aber es ist halt wirklich, ich brauch's nicht. Und wenn ich mir irgendwann ein Auto hole, dann werde ich mir jetzt auch nicht denken, boah, ich muss das und das haben, bla bla bla, sondern ich will einfach nur etwas, was fährt haben. Das ist auch so was, was gar nicht in meinen Kopf, also irgendwo geht's schon in meinen Kopf rein, aber wenn so Leute sagen, so ich brauch so dieses richtig krasse Auto, so der muss das haben und das haben und was weiß ich, was alles Autos haben können, ich hab eh keine Ahnung davon, denke ja, ich mir same. Immer so, du, also es reicht mir, wenn er mich von Punkt A zu Punkt B bringt, ich nebenbei vielleicht eine Klimaanlage habe, damit ich nicht in diesem Auto sterbe und dann bin ich eigentlich zum Großteil schon glücklich. Ich meine, du brauchst nicht mal direkt ein Navi, weil du prinzipiell mit Google Maps arbeiten kannst auch noch mit deinem Handy. Klar, ist nicht so geil. Navi natürlich besser, aber das kannst du ja halt so zusätzlich kaufen. Das heißt, das braucht nicht mal das Auto zwingend. Ich glaube, eine Bluetooth-Verbindung, das fände ich noch irgendwie cool, wenn mein Auto das hätte. Aber ansonsten, mehr brauche ich halt auch einfach nicht von einem Auto. Bin ich ehrlich. Das fühlt man. By the way, wie weit bist du gerade? Ich gebe gleich den Brief ab. Eieiei, ich bin gerade noch so chillig am Encounter machen. Ja, das Problem ist, ich habe nicht einen Encounter geholt, weil ich alle weggeboxt habe, gefühlt. Ich glaube, also Downy ist jetzt weiter vorne. Aber ich habe halt ein vielfältigeres Pokémon-Team, weil ich halt fast alle Encounter bisher bekommen habe. Und einen halt verloren habe. Also mein Team ist auch sehr vielfältig. Ich habe halt nichts, wenn was verreckt, aber davon gehe ich einfach nicht aus. Ja, das ist halt die Sache. Ich sag, wenn einmal ein Pokémon kommt, was Downy so richtig hart zerstört, dann werde ich richtig zurückkommen. Deswegen, jetzt bin ich vielleicht so ein bisschen behind, aber ich glaube, jetzt gerade ist das kein Punkt, wo das unbedingt schlimm ist. Weil eine Versus, vor allem eine Randomizer-Nasok, ist halt niemals geradlinig. Da kannst du nicht einfach so durchgehen. Da können so viele Dinge passieren. Das ist richtig. Meistens. Meistens. Aber ich muss sagen, ich bin mit meinem Team, also mir sind bisher, es ist nur aufgefallen, Steel-Types gehen mir auf die Nerven. Es gibt Gott sei Dank nicht so viele, die mir jetzt mega viel Schiss machen. So Metagross also, und so läuft halt rum, aber selbst gegen die habe ich potenzielle Checks. Ja, du darfst keinen Fire-Type bekommen. Nee, leider nicht. Also ich hätte den Turtok gerne mitgenommen, das wäre ein guter Ersatz für Krebutak gewesen. Aber der hatte irgendwie keinen Bock auf. Ich weiß auch nicht, warum der keinen Bock auf mich hatte. Ich habe eine echt gute Geschichte mit Turtok. Ich hatte eine Colorlock versus mit Maxi und Turtok hat einfach durchgecarried wie ein junger Jesus. Und auch in meinen letzten Projekten, der war immer geil. Und jetzt hat er. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich habe ich ihn weggekrittet, also ja. Der wäre sicher drin geblieben. Tja. Der hätte Bock gehabt. Ja, natürlich, ganz safe. Warte mal, haben wir eigentlich nicht die TMs gerandomized? Eigentlich schon. Oh, doch, ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich gerade Vieländer oder. Ich glaube, ich habe Feuer-Odem bekommen. Ja, Voltrebeil auf Level 9 kann niemals eine physische Attacke, die Schuppet angreifen kann, oder? Der hat doch Safe nur Tackle und Ultraschall. Tja, das sind die Fragen, die Welt bewegen, Present, ne? Kein Funkensprung. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Weil der gerade so Kreideschreie eingesetzt und ich bin auf -4 Verteidigung, aber es hat mein Ghost-Type und ich will nicht so Ultraschall auf anderen Pokémon abbekommen. Und eigentlich sollte er nicht Funkensprung können, deswegen ist es gerade Leben am Limit, aber eigentlich soll ich safe sein. Weißt du, Present, es ist einfach witzig. Weißt du, im ersten Part haben wir noch extra erklärt, dass wir nicht dumm-dumm sein wollen. Und jetzt bist du wirklich dumm-dumm. Hä, wieso bin ich denn dumm-dumm? Ja, Present, was ist. Erklär mal, Funkensprung ist eine Elektroattacke, oder? Ah, ja, dumm-dumm. Ich bin dumm-dumm. Present, dumm-dumm, sag ich doch. Dumm-dumm. Ich weiß noch, im ersten Part haben wir genau darüber geredet. Alle Evoli-Entwicklungen, ne, das sind alles spezielle Attacken und Present jetzt. Ja. Aber jemand hat in die Kommentare geschrieben, dass ihnen das echt geholfen hat. Ja, das habe ich auch gelesen. Da dachte ich mir, okay, immerhin einer hat's mitbekommen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es noch Leute gibt, die. Also ich sag, wenn du neu mit Pokémon anfängst, klar, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass jemand jetzt noch so quasi als neue Info bekommt. Aber ey, wir sind natürlich auch da dafür, dass ihr was lernt, ne? Wir sind dafür da, dass ihr was lernt. Natürlich. Ich sag, ich hab jetzt auch ein Voltorbeil. Ich finde, das ist ein guter Ersatz für mein Raikou. Mhm. Also ich bin zufrieden. Ich nehme auch lieber den 5-Euro-Schein, anstatt dem 50-Euro-Schein.
Also ich denke mir dann auch immer, ich nehme lieber den 5-Euro-Schein als den 50er, ne? Ja, natürlich, weil du appreciatest einen 5-Euro-Schein viel mehr als einen 50-Euro-Schein. Richtig, wer will schon 50 Euro haben? Ich bin lame, ja, ich nehme den 50-Euro-Schein Presence Cool. Nee, der denkt sich, ich nehme den geilen 5er, wisst ihr was, komm. Also beim nächsten Mal, wenn ihr euch denkt, soll ich Present jetzt 50 Euro oder 5 Euro donaten? Jetzt wisst ihr's, donatet ihm lieber 5 Euro. Da ist er glücklicher drüber. Ich sag, die 5 Euro nehme ich auch sehr gerne mit. Das ist sehr, sehr sweet. Da kann man nichts gegen sagen. Na gut, natürlich, wenn du meinst. Auch 50 Euro. ich glaube, du redest dich da gerade in so ein kleines Loch rein. Nee, doch, das ist okay. Bestimmt. Ich habe eigentlich coole Optionen, aber ich weiß gerade nicht, wie ich mein Team aufstelle. Ich glaube, das passt jetzt erstmal. Das Ding ist, die Level Cap ist Level 22 und ich laufe hier gerade mit Level 16 am Mons rum. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das so finden soll. Ja, das fühlt man. Aber ich habe auch so Level 9 und Level 8. Ich muss eigentlich noch ein bisschen mehr trainieren. Also wir könnten nach dem Part halt quasi in eine kurze Training-Session reingehen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Ich meine, du hast halt den EP-Teiler, was halt richtig broken ist. Ja, ich sag, broken ist jetzt ein starkes Wort. Ich würde sagen, es ist ein kleines i-Tüpfelchen für mein wunderschönes Können. Aha, Können. So nennt ja, sich das. Ja, ich nenne das Können. Also. Ja, wie würdest du es denn sonst nennen? Glück? Nee, ich würde das Können nennen. Wenn man direkt auf der Box einen EP-Teiler bekommt, ist das schon... Hat er schon sagte derjenige, der gerade einen Meisterball gefunden hat. Ja, aber den muss er ja auch erstmal einsetzen können. Ja? Ja, muss ja erstmal ein Punkt kommen. Ich glaube aber, dass du aus dem Meisterball potenziell mehr Value rausziehen kannst, als aus einem EP-Teiler. Ja, wobei, ja doch, ich glaube schon. Ich bin ehrlich, ich glaube schon. Das ist halt die Frage. Es kommt darauf an, es muss ein krasses Pokémon kommen, relativ früh am besten auch, was ich dann halt direkt fangen kann, was insane für mein Team ist. Oder du hast einen EP-Teiler, wodurch du Zeit sparst beim Leveln. Und dadurch schneller mit dem Spiel durch bist. Ich meine, natürlich bekommen wir auch noch irgendwann den EP-Teiler sehr bald, also nicht sehr bald, aber schon, wenn man dann zurückgeht. Welches Legi würdest du... Hast du eigentlich jemals erwähnt, was dein Lieblings-Legi ist? Ich hatte nämlich absolut keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich meine, ich habe damals eine Top 10 meiner Lieblings-legendären Pokémon 2014 oder so gemacht. Ah, 2014. Das ist so 2013 oder so und das ist eines meiner beliebtesten Videos. Ich glaube, mein oder drittmeist aufgerufenes Video, aber es ist ein richtig, richtig trashiges Video und ich bin richtig traurig darüber, dass das Video ist mit, also es war lange Zeit auch das Video mit den meisten Aufrufen auf meinem Kanal, irgendwann hat sich das dann geändert, aber auf jeden Fall, und ich glaube, da ist auf Platz 1, boah, was ist da auf Platz 1? Mewtwo oder so, oder keine Ahnung was. Ah, langweilig. Ja, irgendwas langweiliges, aber ich sag, nee, ich glaube, ist noch nicht mal Mewtwo, ich weiß gerade selber nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, in der Top 10 war auch Jirachi und so ein Kram halt drin. Hast du Schutz gekauft? Ich überlege gerade, Schutz. Bisher nicht. Also ich habe halt die Erfahrungspunkte sogar einfach mitgenommen. Die meisten Pokémon, die ich begegnet bin, die habe ich besiegt, weil ich wusste, die geben mir viel. Ja, sieht man. Den Punkt sieht man. Ich glaube, dann liege ich aber jetzt einfach mit Aerodactyl und baller alles um. Na, auf jeden Fall, genau. Jetzt gerade finde ich das echt ein bisschen schwierig zu sagen, was mein Lieblings-Legi ist. Weil... Ich tue mich ja generell schon schwer, mal so meine Lieblings-Pokémon ja irgendwie auszusuchen. Mir hat es schon gereicht, dass bei deinen Lieblings-Pokémon... Ich verstehe die Welt nicht, warum die komplette Welt und jeder außer mir zu Beerus so hart feiert. Ich verstehe es nicht. Ich habe nämlich auch mal diese Rant-Listen gemacht im Stream. Ja. Und dann habe ich so gesagt, zu Beerus ja mega scheiße. Und alle so, nee, zu Beerus ja mega geil und so. Und ich dachte mir so, was ist denn los bei euch? Wenn du als kleiner Bube das erste Mal zu Beerus in der Höhle von Kyogre und Groudon findest und dir denkst, yo, das ist ja insane, da mit den Kristallen und so, der wirkt wie ein legendäres Pokémon für dich. Weil er halt so besonders ist. Dann auch mit dem Typing alles drum und dann. Ich finde, das kann man schon nachvollziehen. Nee, ich nicht. Ich finde ihn einfach nur hässlich. Ja, dann einfach los, sage ich an der Stelle. Nee, nee. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr zu Beerus feiert. Aber nee, weil, wisst ihr was? Ich will es gar nicht wissen, wie ihr alle schreibt zu Beerus. Mega geil, ich weiß es schon. Ihr findet auch alle Loturze cooler als Samurze. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist gefühlt ein monatliches Thema bei mir, weil ich mir denke, Samurze viel geiler als Loturze. Aber nee. Nee. Aber die Leute sagen immer, nee, okay, den Encounter, wenn der Volt, kann der Volt-Absorber hier haben? Ich glaube schon. Was denn, hast du einen Encounter? Ein Landturm. Was für ein Encounter? Wo hast du den jetzt? Ich bin halt in Graphitport City, hä? Hä, du hast, die Arena? Ja, den Arena-Orden verschiebe ich halt gerade noch so, hä? Okay, ich war gerade so, was macht der Junge jetzt? Ja, ich hole mir halt den Encounter, ich muss ja irgendwie meine Zeit intensiv
einsetzen. Okay, wenn ich den mit Donnerwelle angreifen kann, hat er keinen Voltabsorber. Voltabsorber dürfte nicht die versteckte Fähigkeit gewesen sein. Ich glaube, das war H2O-Absorber. Weil wenn er nicht die Fähigkeit hat... Ich meine, das Ding ist, Landhund ist nämlich in Nuzlocke absolut broken gefühlt. Habe ich die Erfahrungen gesammelt und auch gesehen, die Stars. Deshalb, ja. Hast du eigentlich mitbekommen, wie PC seine Emerald Kaizo Nuzlocke geschafft hat? Natürlich habe ich das mitbekommen. Nice. Ihr müsst wissen, also Pokémon Challenges ist, denke ich, für den meisten irgendwie ein Name. Macht auf jeden Fall so auf Twitch im englischsprachigen Bereich relativ viel so Nuzlocke-Content. Und da hat er Emerald Kaizo gespielt, einen relativ schwierigen, also ein sehr schwieriger Hack. Und er hat irgendwie 151 Anläufe, glaube ich, waren es dafür gebraucht. Und hat es jetzt dann schlussendlich mal endlich geschafft. Also man muss wirklich sagen, endlich. Und das war halt echt ein Riesen-Event. Ich glaube, da haben 5000 Leute teilweise zugeguckt. Und ich... Hä, nee. Also du meinst da jetzt am Ende, beim Finale? Da am Ende, beim Finale. Oder waren das mehr? Beim Finale waren 30.000 Live. Ja, ist doch dasselbe wie 5000, Freunde. Nee, 5000 Subs hat er, glaube ich, gemacht an dem Tag mindestens. Das kann sein. Also er hat sie halt voll gemacht. Er hat nicht an dem Tag 5000 Subs gemacht. Nee. Da wäre ich mir gerade gar nicht so sicher. Doch. Er hat da die Subs. Okay, dann hat er die auf jeden Fall voll gemacht. Aber also mindestens 2500 Subs oder so hat er gemacht und was weiß ich was für Donations. Also bei dem ist das ja explodiert, muss man sagen. Ist ja auch einfach ein krasses Achievement, weil der hat einfach super viel Zeit da auch rein investiert. Ja, das auf jeden Fall. Viel Teambuilding auch im Vorfeld, alles drum und dran. Der und hat, natürlich dann der hat ja da sogar rumgekalkt teilweise, ob Sachen funktionieren. Das war krank fast schon. Ja, also fast sehr, schon ein bisschen krank, bin ich ehrlich. Also ich meine, 151 Versuche, das ist, vor allem, ich meine, das ist eine coole Zahl. Ich sag, wenn du 151 Versuche brauchst, dann ist es halt cool, wenn du es auf dem 151. aufwenden kannst. Das ist richtig, ja. Das auf jeden Fall. Da hat er sicher auch drauf hingezielt. Der dachte sich, wenn ich das gewinne, dann bei 151. Dann die 151, die müssen schon sein. So, Present, wie sieht's so bei dir aus? Ich bin gerade in der Granithöhle und hier ist ein Lavados. Generell, ich habe ja auch Celebi schon gehabt, das heißt, ich hätte auch ein Celebi haben können. Cool, dafür habe ich ein Owei bekommen. Nice. Aber hier, ich meine, das Owei hat einen Meisterball. Also ich sag, passt circa. Erleuchtung. Leider hat mein Land schon Erleuchtung, aber es hat TM19. Die nehme ich mit. Weil ansonsten könnte man dann jetzt gucken, dass man tatsächlich Departe beendet, weil wir sind schon relativ gut drin. Okay, ich hätte jetzt nämlich noch kurz, wäre ich zu Troy gegangen. Ja, dann geh noch kurz zu Troy, ich sammle noch meine TM ein, lies das. Guck die mir noch an. Ich bin jetzt noch fix bei Troy, gönn mir so... Wandlung 2. Das ist doch der heiße Scheiß, den man ziehen will. Geil. Ja, natürlich. Was will man mehr als Umwandlung 2 in seinem Leben? Geld! Geld ist die Antwort, Freunde, Geld. Hier geht's nur um Geld für den Herrn Downs. Natürlich, um nichts anderes, Freunde. Also, wenn ihr mir Geld schenken wollt, dann guckt unten, dort ist mein OnlyFans-Account natürlich verlinkt. Okay, interessant. Hä, Prism, brauchst jetzt nicht sagen, wir wissen beide, dass du auch einen hast. Eieiei, Leute. Ich weiß nicht, du hast gemerkt, wie gut dein eines Bild auf Twitter damals angekommen ist und dann dachtest du dir, jetzt gehen wir in die OnlyFans-Mieten rein. Mann, Leute. Das ist jetzt schwierig. Nee, ich das ist jetzt. Ich find's sehr gut. Ja, wenn ihr wissen wollt, worum es da geht, schaut in die nächste Folge ein oder so. Oh, das ist stark. Ich glaube, das müssen wir jetzt eigentlich konstant so durchziehen. Wir teasern immer am Ende der Folge irgendwas an, wo man sich denkt, das könnt ihr jetzt nicht machen. Und wir denken uns, ja, doch, das machen wir. Hey, so funktionieren Cliffhanger, denn Cliffhanger sind bekanntlich die besten. Ja, das liebt man immer. Bei uns muss man wenigstens nicht wöchentlich warten. Richtig. Ihr müsst nur einen maximal, ich glaube an dem, nee, einen Tag jetzt warten. Also einen Tag aussetzen und dann geht's rein in die Masse. Ich bin, by the way, ready, sag Bescheid, wenn perfekt, ich stoppen soll. Dann stoppe. Okay, habe ich. Dann, meine wunderschönen Freunde der Sonne, war es das auf jeden Fall mit diesem Part mal wieder. Schaut auf jeden Fall bei Present vorbei, logischerweise, da kommt die nächste Folge. Dort sehen wir uns dann wieder, gibt krasse Thematiken. Wie ist Present zu seinem OnlyFans-Account gekommen? Das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann und ciao. Bye-bye. Tschüss. 3, 2, 1. Eieiei.